Sag mal, liebe Madeleine. Was war das denn jetzt? Sag mal. Da staunst du was, ja? Das ist mein ins Kleid eingebauter Untouch-Warner. Ich sage auch immer liebevoll dazu Fummelabwehr. Und du siehst, das klappt. Und du meinst, damit lernt man Menschen kennen, ja? Wenn sie ähnlich nützliche Klamotten brauchen, in Berlin gibt's am Wochenende ein Festival. Schicke Jacke. Und man kann ihr sogar eine Nachricht schicken. Der Kuttenkult 2014. Durchaus tragbare Mode. Jeans oder Lederwesten, die leuchten, blinken und strahlen. Technologie to go. Die sogenannten Wearables, zu Deutsch Tragbarkeiten. Wearables ist ein Oberbegriff für eine neue Art von Mischung aus Textilien und Elektronik. Und da geht es darum, dass man eben anziehbare elektronische Geräte hat, die vielleicht sogar verschmelzen mit der Kleidung und die eine gewisse neue Funktion bringen. Der 34-jährige Berliner Thomas Gnahm hat in Weimar, New York und Spanien visuelle Kommunikation studiert. Die Jacken und Westen sind die ersten richtigen Kleidungsstücke, die Technik, hippe Mode und das Internet zusammenbringen. Man braucht dazu nur eine Jacke, Leuchtdioden, einen Akku und einen Minicomputer mit der entsprechenden Software. Zuerst haben nur die Jacken und Accessoires nachts die Berliner Straßen erobert, beim sogenannten Night Ride, dem Rudelblinken auf Rädern. Gnahm gibt inzwischen auch Workshops, wo jeder seinen ganz eigenen Style kreieren kann. So wie Melanie. Sie hat ihre blendende Jacke für gut 200 Euro dabei selbst designt. Ich finde, es macht voll Spaß, also ein bisschen mit Technik zu spielen. Ich mag das beruflich, aber diese Skills und Fähigkeiten zu nutzen, nur ein bisschen Spaß zu haben, ich finde es total geil. Doch schon gibt es andere zündende Ideen und deren Erfinder und Nutzer kommen an diesem Wochenende aus aller Welt zusammen zum ersten Berliner Festival für tragbare Technologien, Wear It, im Kreuzberger Beta-Haus. Zu sehen sind Socken, die miteinander kommunizieren, High Heels als elektrische Gitarren, Kleider auf Knopfdruck durchsichtig, sensorische Stirnbänder, pulsierende Handtaschen. Was macht Sinn? Das ist eine sehr gute Frage. Macht es Sinn, einfach die Technik, weil es möglich ist, zu benutzen? Oder habe ich irgendwie eine interessante Idee, die mir im Alltag hilft und uns Menschen was Neues bringt und uns wirklich unterstützt? Zum Beispiel die Feuerwehr. Sie könnte mit einem Sensor in der Uniform in den Einsatz gehen, der sich per Laufschrift mitteilt und so rechtzeitig vor Überhitzung warnt. Das Ganze bietet Gnahm übrigens Open Source an, das heißt, im Internet veröffentlicht kann jedermann die Baupläne seiner Jacken und der Software einsehen, nachmachen oder mit eigenen Ideen verändern. Ein leuchtendes Beispiel für die elektrisierende Mode der Zukunft.